Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 und es schneit. Und das Schöne ist, ich sitze hier im Warmen unter einer Decke und mir ist nicht kalt. Und ich hatte vorhin gelesen, man soll an Heiligabend mal hier drauf... Ach ja, guck mal an, ist alles geschmückt. Man sollte sich mal den Marktplatz angucken, da steht ein Tannenbaum. Ist das auch ein Weihnachtsmann? Ja, hier gibt's Geschenke, wa? Es war einer der ersten Siedler von Neu-Hamburg. Er war damals Holzfäller. So der erste Job, den wir hatten. Und jetzt ist er ein alter Mann und spielt Santa Claus. Wunder, 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 wunderschön. Ja, ich schicke einen schönen Gruß in die Runde. Nein, ich bin gerade überlegen, was mache ich denn mal als nächstes? Wo ist denn unser Schiff? Ist es hier? Auf Ihren Befehl. Okay, ja, da ist es. Das ist doch nicht verkehrt. Hier sind auch Aufgaben. Die möchte ich jetzt aber nicht machen. Was hatten wir oben? Ich brauche einmal gerade einen Zwischenstand. Ich gehe mir in die falsche Richtung. Warte mal, wo sind wir denn? So. Da ist schon kein Schiff mehr. Und hier haben wir zwei, die sich ausruhen. Einen schicke ich mal zurück in die alte Welt. Einen lassen wir hier. Unsere Explorer, genau, das war das andere. Pass mal auf. Ich glaube, wir brauchen Feuerkraft in der, in dem Cup. Auf Ihren Befehl. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. So. Was hat er? Rohstoffe. Warum hast du kein Mehl? Es geht alles exakt auf. Vielleicht auch eh mal aufrüsten hier. Neu-Hamburg, wir haben genug. 4 von 4, 3 von 3. Wir können ja mal ins Brot hineingehen. Da müssten wir ja sehen, wie es... Ne, sind die Bäckereien. Wo sehe ich denn... geht das? Zwischenprodukte? Aber es geht genau auf. Mehl und Getreide ist genau gleich. Ja. Vielleicht, weil hier mal Arbeiter gefehlt haben oder irgendwie sowas. Es wird ein bisschen brauchen. Okay, jetzt der nächste Schritt. Wir brauchen mehr Holz. Ich komme irgendwie immer wieder, wenn ich hinkomme, fehlt uns das Holz. Beziehungsweise, ich sollte das Holz mal einfach aus dem Verkauf rausnehmen. Oder die Zahl steigern oder was weiß ich. Klamotten brauchen wir mehr. Das geht runter. Die hier brauchen nämlich auch Klamotten, ne? Ja. Und die? Nee, die brauchen nur ihre Pelzmäntel. Also wenn das als nächstes kommt, dann sieht es ja eh schon wieder eine Nummer besser aus. Ich warte auf jeden Fall, dass das Linienschiff fertig ist und dann können wir das Linienschiff plus ein vollbepacktes... vollbepackten Clipper darüber schicken. Im Idealfall machen wir aber zwei Clipper fertig. Von daher würde ich mal einfach zweimal Stahl da reinladen und zweimal Fenster. Dann ist der voll. Setz die Segel. Und dann warten wir noch auf das andere Schiff. Das kommt ja zurück. Es hat keine Fracht, also wird es relativ schnell gehen. Hier hatten wir mal noch eine Fensterfabrik. Die konnten wir aber noch nicht bauen. Spielstand. Gespeichert. Das wird aber hinkommen mit 4, ne? Braucht aber auch wieder 100 Handwerker. Noch brauchen wir das nicht. Ich lasse das mal so. Das lassen wir auch mal gerade alles so. Einen Schneider haben wir.
Dann kommt nur noch die Universität. Dann sind wir theoretisch in der Lage, Ingenieure zu bauen. Wir sollten aber trotzdem versuchen, die Infrastruktur auch hier ein bisschen ans Laufen zu bringen. Weil die Richtung wollen wir ja so ein bisschen expandieren. Dass Erz zum Beispiel schlechten Zugang zum Marktplatz hat, ist doof. Da ist einfach diese Rubrik für zu groß. Den hier wird's, also bei dem wird es schon echt schlecht teilweise. Eigentlich total bescheuert. Es ist echt nicht so der weite Weg. Aber gut, hier werden wir eh nochmal einen brauchen. Und ich weiß auch gar nicht, kosten die total viel Unterhalt? 20, ja, so ohne ist es nicht. Aber gut, was willst du machen? Wo haben wir denn... Da hätten wir ein Varieté. Was brauchten die denn hier von der... Die braucht eine Schule. Oh Gott, wo haben wir denn überall eine Schule? Haben wir überhaupt mehr als eine? Ich befürchte nämlich nicht. Die hat aber auch einen relativ großen Radius. Quasi als hier oben kriegen die noch ein bisschen Schule mit. Trotzdem werden wir eine zweite benötigen. Und auch eine Kirche. Ja, da oben, wir bauen mal alles da einfach wieder hin. Einfach, weil wir es können. Dann können wir hier mal einfach ein paar schöne Plätze auch bauen. Pass auf, dann machen wir mal hier 3. 1 und 3 und dann machen wir hier auch zumindest ein. Ah genau, und dann verschieben wir einfach den Marktplatz einfach links. Interessiert ja zum Glück niemanden. So, dann ist es doch für die gleich schon wieder ein bisschen attraktiver, hier was zu bauen. Wir haben natürlich nirgendwo Polizeistationen. Das wird uns irgendwann höchstwahrscheinlich auch nochmal in den Arsch beißen. Kostet doch 50 Unterhalt. Holy moly. Das Theater hat auch eine ganz gute Reichweite. Es geht zumindest bis hier ganz unten. Und hier kommt eh nichts mehr hin. Ich will aber auf jeden Fall die Bauern so weit wie möglich weg haben und deswegen, gut, sobald wir einen Pendler-Kai haben, wird das sowieso nochmal was anderes. Oder können wir den überhaupt schon bauen? Nee, ne? Besucher-Kai, ja. Genau, ein Hospital. Wir brauchen ein Hospital. Hier kommt das Kraftwerk hin für die untere Stadt. Wobei das eigentlich auch eine blöde Position ist. Das weiß ich nämlich auch noch gar nicht. Eigentlich soll ja hier dann auch viel Adliges rumschwadronieren. Hier ein Kraftwerk wäre mega. Oder hier. Hier baue ich jetzt erstmal ein Hospital. Ich warte mal ab, aber die Uni ist groß. Aber dann kommt auch die Bank, die nimmt auch ohne Ende Platz weg. Ich überlege jetzt gerade, wie ich theoretisch von hier ein Gleis durchbauen könnte, um hier dann ein Kraftwerk zu bauen. Genau an dieser Stelle. Und eigentlich fällt mir da nichts Besseres ein, als die hier alle umziehen zu lassen. Da oben ist auch schön, ganz ehrlich. Da lässt sich's auch wunderbar leben. Pass auf, die ziehen wir mal alle um.
Ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich neu einziehen müssen. Oder ob mir das, in Anführungsstrichen verziehen wird. Das hier ist ein trauriger Flecken Erde. Ja, hol dir erstmal deinen Fisch. Dann ist alles gut. So, dann hätten wir hier nämlich doch einen Zugang. Hier kommt, wie gesagt, die Eisenbahn lang. Zack, 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 zack. Dann könnte man da theoretisch auch noch ein Kraftwerk bauen. Aber ich würde dann jetzt doch hier den Platz mal dafür reservieren. Dann hätten wir Zugang bis zur Weltausstellung, die wir irgendwie hier dran bauen werden. Und hier in diesem ganzen Umkreis können wir ordentlich upgraden. Genauso auch hier runter. Da haben wir ja doch ein ganz gutes Einflussgebiet. Ein Hospital haben wir. Das kann auch ganz gut was abdecken. Unten wird es ein bisschen knapp. Eine Polizei bauen wir jetzt hier auch noch hin. Einfach nur, damit wir sie haben. Das macht auch das Stadtbild einfach schöner, ne? Wenn da ab und an mal so ein Gebäude auch steht. Wie viele Feuerwachen haben wir denn? Wir haben hier eine. Weil das nächste Volk kommt bestimmt, aber da haben wir auch noch was. Und hier können wir theoretisch auch noch was hinbauen. Wirtshäuser, da haben wir eins. Und da oben haben wir eins. Und dann bekommt ihr an dieser Stelle irgendwo auch noch eins. Genau. Ich hätte gerne ein Schwimmbad. Das wäre ein cooles Gebäude, wenn sie das noch hinzufügen würden. Das wäre nicht schlecht. So, die schöne Nymphe ist da. Dann bekommt die schöne Nymphe mal 150 Holz und 50 Steine. Route eingezeichnet. Und hier warten wir noch auf das Linienschiff. Es braucht nicht mehr lange. Ist schön, dass wir im Plus sind die ganze Zeit hier mit der Bilanz. Rum ist ordentlich da. Baumwolle gar nicht. Ist das Schiff denn schon gekommen überhaupt? Wenn ich so auf den Hafen hinausblicke, ich sehe nichts. Können wir mal einmal auf der Weltkarte gucken, wo mein es sich Mann befindet. Spielt wieder verrückt. Ich muss ja, das gut. An Sie übergeben. Eine Gleitschutzaufgabe. Für 12.000 können wir das machen. Kleiner Schoner, das kriegen wir schon hin. Seht nur, wir befinden uns in bester das Gesellschaft. Beginnt Gleitschutz. Ja, ja, gehen wir weg da. Ja, ja, komm, ist okay. Zwei sind ein Paar. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, selbst schuld, würde ich sagen, wa? Schiff unter Beschuss. Wenn sie mich direkt hier angreifen, sind ja, selbst schuld. Zur Stelle. Wo fährt mein Schoner jetzt hin? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Flaggschiff beginnt Geleitschutz. Können wir da einstellen. Zustand gespeichert. Ja, aber das war jetzt natürlich Pech, ne? Dass sie mich da direkt angegriffen haben. Sie sich aus? Nur zu Ihrer Information. Mein jüngstes Schnitzwerk ist ein menschlicher Torso aus Rosenholz. Ja, schön. Was wollte ich jetzt gerade machen, bevor ich so unterbrochen wurde? Irgendwas wollte ich tun.
Ich habe es aber vergessen. Wie viele Kanonen kann ich eigentlich bauen? Auf dieser Insel 0. Das müsste ja irgendwo hier... Hoppala, irgendwo müsste es stehen. ...35 könnte ich kostenlos bauen, Befestigung. Ah ne, ich habe 35 Einfluss, darf ich kostenlos bauen. Kanonenturm kostet 7, ja, ist doch nicht schlecht. Könnte man theoretisch überall mal einen Kanonenturm hinsetzen. So, und da ist, zack, die Baumwolle angekommen und der Rum. Den haben wir jetzt aber echt mal en masse, ey. Wir haben ordentlich was da. Und 73 Tonnen. Wir haben 41 Tonnen Leder. Achtung, sehr gut. Admiral anwesend. So, die Klabautermann ist unser neuestes Schiff. Ebenfalls ein Linienschiff. Ich möchte nämlich gerne eins stationieren in Crown Falls und das andere, was wir da haben, wieder mitnehmen. So, jetzt nehmen wir nochmal Holz mit. Was brauchen wir denn noch? Fenster und sowas, das müssten wir eigentlich genug haben. Wir können da ja die Sachen auch wieder selber bauen. Was ist das denn hier? Ach, das sind die Schrottdinger. Pass auf, dann nehmen wir einfach nochmal aus Spaß 50 Holz. Steuermann! Und dann haben wir ja schon wieder eine schöne Flotte, muss man sagen. Flotte erwartet Befehle. Und da fahren sie los. Ach, es ist so schön. Hat auch immer Spaß gemacht, Anno im Sommer zu zocken. Es hatte immer so eine kühle Brise automatisch. Man fühlte sich angenehm erfrischt. Ich bekomme auch jedes Mal wieder Lust auf Assassin's Creed 4. Es hieß auch Black Sea, oder? Guck mal, ich hab den Namen vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ganz bestimmt, was ich meine. Da sollen sie mal einen Nachfolger von machen. Boah, das wäre super. Vor allem, weil jetzt das Skull and Bone, das wäre ja quasi so eine Art nur halt wirklich nur mit den Schiffen und Piraterie und was weiß ich nicht alle, aber alles so ein bisschen als MMO oder was. Obwohl, nee, nein, falsch, aber... Oder? Kann man es als solches bezeichnen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber das haben sie ja, glaube ich, wieder eingestampft. Es wurde ja extrem ruhig und man hat nichts mehr davon gehört. Was extrem schade ist. Aber vielleicht öffnet das ja Tür und Tor für andere Sachen. Und ich sehe gerade, unsere Bilanz geht ordentlich nach oben. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Und dann lieber nichts vermissen. Die Pelzmäntel kommen nämlich allmählich. Wo habe ich unseren Schneider noch mal hingepackt? Oben, ne? Drei oder vier Scheppel? Ich weiß es wirklich nicht. Der läuft. Boah, der kostet auch Geld, ey. Das muss dann auch die Bilanz ordentlich verbessern, damit man da... Damit der sich lohnt. Eigentlich war es voll blöd, dass wir den die ganze Zeit jetzt schon drin hatten. Aber wir stellen mehr Pelzmäntel her, als die verbrauchen. Ist also ein gutes Zeichen. Das heißt, es geht hoch und wir brauchen 1500 Handwerker für die Universität. Und wir hatten jetzt potenziell 1380. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Upgrade-Welle, beziehungsweise wir stellen mal wieder ein paar Leute ein. Also, wir siedeln Leute an. Einstellen ist das ja nicht. So, da kann nochmal so eine Sechser-Gruppe. Dann kann hier eine Vierer... Und ja, hier weiß ich gerade nicht, wie wir es am intelligentesten machen. Das ist jetzt ein bisschen
Bisschen komisch vom Platz. Aber wir wollen ja auch mal ein bisschen schön bauen. Man ist aber natürlich trotzdem... Pass mal auf, das machen wir anders. Immer so ein bisschen... Naja, limitiert, weil jedes Haus braucht irgendwie einen Anschluss an eine Straße. Und da man nur in Rechtecken bauen kann, gibt es nicht die allergrößten kreativen Maßnahmen. Aber das macht ja nichts. Warum können die nicht aufsteigen? Die haben keinen Marktplatz. Pass auf, dann machen wir es mal wieder anders. Und nehmen uns die hier noch mit. Oh, da fehlen Straßen. Warum kommt die Musik? Admiral auf der Brücke! Aladrio, das macht mich froh! Ich hoffe, geil. Du findest es aufregend. Ach, da hinten. Ach nö, ach, das kannst du jetzt mal knicken. Da, die geleite ich doch nicht jetzt weg. Sind unterwegs. Sorry, aber das ist ein bisschen... Nochmal drüber schauen. All den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Kompromissloser Journalismus. Ganz kompromisslos. Ich bin einfach total toll. So, dann machen wir da nochmal einen Marktplatz. Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Taufrisch und lebendig. Ja, das klingt doch gut. Damit können wir doch arbeiten. Und jetzt mache ich was richtig Taufrisches. So, ihr dürft alle geupgradet werden. Die können alle nicht. Weil denen fehlt die Wurst. Denen fehlt die verdammte Wurst. Okay, wir gucken mal hinein. Und suchen nach Wurst. Und wir haben 3 und wir brauchen 4. Seifer sind wir ganz knapp mal dran. Also da führt jetzt leider kein Weg mehr dran vorbei. Ich befürchte, wir brauchen mehr Schweine. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir 1, 2, 1, 2. Wir brauchen irgendwie eine Handelskammer dazwischen. Das müssen wir verbessern, das geht nicht. Spielstand gespeichert.
Einige Felder könnten helfen. I know. Wie geht's? So, für irgendwas haben wir gerade Einfluss bekommen. Hier hätten wir jetzt eine Handelskammer, die kann einiges abdecken auf jeden Fall. Was haben wir noch? Die Siederei und sowas, genau. Also ja, Viehhöfe und so ein Zeug, das möchte ich irgendwie damit abdecken können. Und dann bauen wir nochmal. Zwei Schweineställe. Den kann ich aber, glaube ich, noch um zwei verschieben. Nee, kann ich nicht. Da muss es so bleiben. Dann gucken wir mal, was wir hiermit anstellen können. So. Das sind jetzt hier unsere Schweinehöfe. Boah. Ich riech's bis hierhin, wa? Das sind mal eine Menge Schweine. Aber gut, so ist es. Alles klar. Wir brauchen dafür unbedingt die Items. Das kriegen wir aber auch hin. Und das machen wir dann. Ja. In den nächsten Folgen. Deswegen schicke ich jetzt erstmal einen schönen lieben Gruß in die Runde und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode hier wieder bei Anno 1800. Und bis dahin habt ihr dann wie immer einen super Tag.